fatale Situation. Es gibt eine neue Sportart, die sich in den Vorstädten von Paris entwickelt hat und mittlerweile auch in südwestfälischen Städten immer mehr Anhänger findet. Parkour heißt das Ganze. Und diejenigen, die diesen Sport betreiben, suchen regelrecht nach Hindernissen, um diese möglichst kunstvoll zu überwinden. Und sie tun dies auch in Siegen. Wo andere Hindernisse sehen, versuchen wir, Wege und Möglichkeiten zu sehen. Also es nicht wild irgendwo dran rumspringen, sondern wirklich einen Weg gehen, den keiner vorher gegangen ist. Wir ergänzen uns gegenseitig. Es gibt ja auch keinen Wettkampf irgendwas. Das ist halt alles, man tut es für sich selber, da muss man nicht posen. Ich liebe Bewegung. Ich bin schon seit Kind auf immer in Bewegung, springe überall hoch, runter, kletter an Bäumen rum und das ist grandios. Ich finde es klasse, was der menschliche Körper kann. Es geht nicht um wer ist der Beste, es geht darum, seinen eigenen Körper kennenzulernen, sich zu trainieren und mit den anderen einfach besser zu werden. Angst habe ich überhaupt nicht. Also ich bin mir bewusst, dass ich mir wehtun kann, aber einfach das machen, was ich jetzt erstmal kann und so, da kann auch erstmal nichts passieren. Ich muss auch auf meine Mobiliar ein bisschen Acht geben, dass mal hier und da ein Treppengeländer dran gesprungen wird und da muss er schon ein bisschen gebremst werden. Aber und auch im Dorf, das wird nicht überall gern gesehen, wenn er überall rumturnt. Also manche sagen, damit macht ihr euch eure Knie kaputt. Sagen wir nicht, weil wir achten auf unsere Technik. Aber die meisten geben eigentlich wirklich positives Feedback, sagen, hey, das sieht super aus oder cool, was macht ihr da? Das ist eigentlich mehr positiv als negativ. Kaum Kopfschüttler. Als ich das erste Mal da war, waren alle total nett und freundlich. Und ich kenne es auch aus anderen Sportarten, es ist halt meistens so, dass Mädchen irgendwann anfangen müssen damit. Und ich bin jetzt die Einzige, aber es gibt in Siegen noch andere, die das machen. Und auch in Großstädten ist es eh fast gleich mittlerweile. Also es gibt schon mehr Frauen, die das machen. Ich habe von einem Freund ein Video gesehen, von dem Begründer vom Parkour. Und habe direkt gedacht, der hat's drauf, das muss ich auch machen. Und dann habe ich mir halt die Grundbewegung ein bisschen angeguckt von Video und dann habe ich nach und nach immer mehr gelernt. Zum ersten Mal saß ich, bevor ich Parkour gemacht habe, viel am Computer. Das war eine ganz schlimme Zeit. Seit ich damit angefangen habe, sitze ich kaum noch vor dem PC. Und zum anderen hat sich auch so ein bisschen das Wesen von mir geändert. Ich bin viel selbstbewusster geworden, gehe an Dinge anders ran, weil es halt diese Sache, was man halt im Sportparcours sozusagen macht, Hindernisse überwinden, auch aufs tägliche Leben zu übertragen ist. Und ja, geht vieles leichter. Ja, zur Nachahmung nur sehr bedingt empfohlen.